sondern es gibt Hunderte von deutschen Kommunisten, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, zur selben Zeit, ich auch da war, wo der Vater verhaftet war, Vater und Mutter, Familienmitglieder erschossen wurden, der Sohn, bei Sobotka oder so, in einem Moskauer Gefängnis zu Tode kam, also ermordet wurde. Ja, und das haben sie, hat ihre politische Überzeugung nicht ins Wanken gebracht, weil eben dieser Unterschied zwischen langfristigen grundsätzlichen Überzeugungen und Erlebnissen, die vielleicht etwas unangenehm sind, die man selbst erlebt hat, im Widerspruch stehen. Und dabei hat das Grundsätzliche immer Vorrang. Es hat sogar Fälle gegeben, wo nach der Wende sich frühere deutsche Kommunisten weigerten, in Interviews mitzuteilen, was sie alles in der Sowjetunion erlebt haben. Also das ist nicht irgendeine politische Überzeugung, sondern es geht so tief wie im Mittelalter ein religiöser Glaube. Ich mache keine moralischen Vergleiche, sondern lediglich die Intensität war eben total anders als in einem westlichen Menschen, der, wenn einem die CDU nicht mehr gefällt, wählt man SPD, wenn die SPD wählt man CDU. Das ist ja keine große Problematik. Aber das ist eben da nicht der Fall. Und von allen, vielen hundert, einigen tausend sogar, die in der Sowjetunion das alles erlebt haben, bin ich der Einzige, der daraus die Schlussfolgerung zog, während der Stalin-Ära zu fliehen, während alle anderen trotz entsetzlichem Erleben bei der Stange geblieben sind.